Moin meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time on Tour, wieder live aus Pickwitz. Nein, nicht wirklich live, ist eine Aufzeichnung. Also, gleich geht's los, nach dem Intro. So, wir machen jetzt hier unsere zweite Runde. Ihr seht, die Maschinen sind schon leicht beschmutzt. So, Ivo macht sich noch fertig, deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Erste Runde, ich hatte mein Video aufgenommen, ihr habt es gesehen, danach haben wir kurz angehalten gehabt, dann hieß es eigentlich, wir fahren kurz zurück zum Lager, haben dann noch so ein paar Hückelchen genommen, die Instagram bei mir verfolgen werden sehen, dass das bei mir leider einen kleinen leichten Schaden verursacht hat. Ich bin in eine Spurrille reingekommen, die Maschine hat sich quergestellt, so die kurze Story, und ich bin gegen die Wand gefahren. Die Spurstange hat schön einen Knick gemacht, das heißt der Reifen stand gerade und der Reifen war komplett einmal rumgebogen. Deswegen ist jetzt hier ein Pflaster drauf. Wir haben es wieder gerade gebogen. Oh, nicht, dass das abgeht. Das ist jetzt die Testrunde. Ob das jetzt funktioniert, was wir repariert haben. Ich habe leider bei der Fahrt die Kamera ausgehabt. Wie gesagt, wir waren ja gerade eigentlich auf dem Weg zurück ins Lager. Aber diejenigen, die hinter mir gefahren sind, ich muss mal gucken, dass hier ans Videomaterial rankommen. Dann kann ich das einblenden, dass ihr es von hinten sehen könnt. Ich glaube, die haben auch ein paar Fotos gemacht. Dann zeige ich euch mal, wie schön das mit den Reifen aussah, als sie so standen. Aber jetzt werden wir mal ins Gelände reinballern und mal ein bisschen testen, ob es jetzt wieder schön ist. Bevor wir hier losfahren, nochmal einmal schnell der Blick. Das sieht aus wie ein Kinderquad, oder? Neben der DS. Das ist. So, aber jetzt aber los. Druff, Gang rein und ab geht's. So, vom Lenken her ist alles wieder normal. Wie gesagt, der liebe Kevin hat sich gleich drum gekümmert. Ist ja Metallbauer. Und hat dann die Spurstange kurz rausgenommen und hat es wieder quasi gerade gemacht. So, jetzt gucken wir, sind alle da? 1, 2, 3, wir sind wieder zu viert unterwegs. So, müssen wir ein bisschen sachter fahren, soweit es für mich möglich ist, sacht zu fahren. So, hui, da geht's runter. So, warten wir kurz. Oh, ich wirbel wieder ein bisschen viel Staub auf. So, oh, aus die Karre. Warte mal, starten wir unterwegs. So, wir sind im zweiten Gang. Ja, sind wir. Alles schön. So, jetzt fahren wir jetzt mal hier so ein bisschen den Außenring. Bei meiner ersten Runde bin ich ja quasi diesen Inneren gefahren. Ah, herrlich. Aber scheint wieder alles gut zu sein. Zieht auch nicht zur Seite die Maschine. Also das hatte ich natürlich vorher auf der Wiese ausprobiert gehabt. Hier kann ich gerade nicht feststellen, ob die Maschine jetzt irgendwo nach links oder rechts zieht. Wobei es im Gelände jetzt auch echt gesagt scheißegal ist. Ja, ich wollte mich zurückhalten. Das ist schwierig. So, wir haben mit dem Wetter hier richtig Glück. Also wie gesagt, wir laufen die ganze Zeit hier nur mit T-Shirt rum. Ah, okay. Das ist, ja. Ihr seht, der Staub, der fliegt. Wobei das bei der Kamera meistens immer irgendwie ausgefiltert wird. Ich weiß nicht, ob die Staubfilter eingebaut haben. Ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn ich mal wieder die Videos angucke, beim Schnitt sehe ich immer, wieso erzählst du hier von Staub, wenn man keinen sieht? Ich glaube, das einzige Mal, wo wir in Fürsten Forest waren, hat man wirklich so ein bisschen diese Staubwolken gesehen. Aber hier, finde ich, wird es irgendwie mal ein bisschen ausgeblendet. So, jetzt lassen wir mal Kevin vorfahren. Das heißt, Ivo hat... Was hat Ivo? Er steigt auf, also alles gut. Ja. So, wir fahren jetzt mal hier lang. Können wir vielleicht so ein bisschen neben an die anderen sehen, die fahren. Aber die fahren natürlich ein bisschen schneller als wir. Selbst die Sprünge klappen auch. Sehr schön. Ich habe übrigens eine neue Farbe. Ja. Ich war vor mit der Maschine jetzt vor, wann war ich das letzte Mal hier im Pickwitz? Das war vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen war ich das letzte Mal hier gewesen. Nein, ich habe nicht Bescheid gesagt und das wusste auch keiner. Das habe ich zwar ein paar Leute gesehen, aber die mich gesehen haben, haben auch gesehen, dass ich in meiner Familie hier war. Ich bin mit meiner Frau und mit meinen Kindern und dann halt noch mit ein paar Freunden, die auch Kinder mit hatten, haben wir quasi ein Pickwitz-Wochenende gemacht, was sich wirklich rein um die Kinder drehen sollte. Oh.
Annes erste Mal festfahren. Machen wir mal kurz aus. Gucken, ob sie da rumkommt oder nicht. Wie gesagt, es war ein Kinderwochenende. Das heißt, wir haben auch die ganze Zeit uns nur um die Kinder gekümmert. Das heißt, ich bin auch nie alleine irgendwie eine Runde gefahren. Hatte meinen Lütten drauf oder meine Frau ist mit der Maschine gefahren und meine Große mit der Kymco. Und da haben wir alles hier ein bisschen ruhiger und ja, gemacht. Deswegen hatte ich auch nichts gepostet oder sowas, weil es sollte wirklich, es war ein Wochenende für meine Kinder. Viele, die hier waren, haben gesehen mit Familie und habe gesagt, ja, machen hier einen kleinen Familienausflug. Und ich fand das so super, wo sie gesagt haben, oh sorry, ey, dann... es hat keiner gestört. Ich fand das auch nicht schlimm oder sowas, aber es hatten so viele Verständnis dafür, als ich das erzählt habe. Es ist einfach klasse, das hat mich so gefreut. So, das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich nicht Bescheid gesagt habe, dass ich in Peckwitz bin, weil... ich bin so oft zu irgendwelchen Treffen, wo wir irgendwo hinfahren. Und wie gesagt, gerade bei solchen Sachen, da geht es halt ein bisschen wilder zu. Ich treffe sehr viele Leute hier und möchte mich auch gerne mit allen unterhalten und mit denen mal eine Runde fahren. Das würde für meine Kinder, würden da viel zu kurz kommen. Und das ist dann immer blöd, wenn ich, sag ich mal, mit anderen Kindern eine Runde nach der anderen drehe oder dann auch mit vielen anderen Leuten rede und die stehen immer daneben. Und das möchte ich denen ehrlich gesagt nicht antun, dass die quasi ja, dann so an zweiter Stelle stehen. Und deswegen sage ich immer, zu solchen Treffen komme ich ohne Familie. Und dafür machen wir dann immer solche Familienausflüge, wo wir halt keinen Bescheid sagen, dass wir wirklich dann so unter uns sind. Wie gesagt, ist nicht böse gemeint, dass ich keinen Bescheid gesagt habe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte oder nicht. Wenn, dann habe ich es jetzt zweimal erzählt. Das ist auch ein schönes Dekor-Kit hier, ne? Dieses grün-blau-schwarz auf der weißen Maschine ist eine schöne Farbkombination. Oh, wen haben wir denn da? Ja, die Maschine kennt man doch. Vor allen Dingen, oh, jetzt hören wir den Klang mal richtig. So, da fahren wir uns ja erstmal. Da kennt er mich? Ja, hi! Ah, sehr schön. Jetzt gehört, ja? Jetzt habe ich ihn gehört. Wir haben ja letztes Mal haben sie uns besucht von den Kieskrum Junkies. Da haben wir bei uns so ein bisschen eine kleine Straßentour gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das war eine relativ chillige Geschichte. Und da hatte ich ja schon von den Auspuff geschwärmt. Allerdings hat er da ja, quasi seinen DB-Killer und alles drin gehabt. Deswegen hat er gerade gefragt, jetzt hast du ihn aber gehört. Weil jetzt konnte ich quasi, ja, in voller Brutalität hören. Hui! Oh, Matsche. Oh, geschafft. Oh, ich wollte mich zurückhalten. Ich schaff's einfach nicht. So, ich höre irgendwas, sagt Anne. Das ist nämlich, glaube ich, das, wo sie sich letztes Mal so richtig festgefahren hat. Hilft nichts, müssen wir jetzt durch. Ja, ein bisschen schneller, sonst bleib ich stecken. Viel. Ja, es geht. Ist ja diesmal recht trocken und hier noch haben wir auch keine Spurrillen. Im Innenring habe ich übrigens, wurde gestern richtig fleißig gebaggert. Also es gibt so viele Stellen, die für uns Sportler momentan absolut nicht fahrbar sind. Zum Glück gibt es einige, die hier mit ihren ATVs die Spuren für uns so ein bisschen vorbereiten und die spitzen Kanten da so ein bisschen wegfahren. Da werden wir nachher nochmal lang fahren. Wir haben vorhin einmal so ein bisschen an der Seite geguckt und das war einfach echt too much. Also da. Aber weiches Zeug hier überall. Hier muss ich auf schräg. Jetzt haben wir hier eine schöne große Runde. Wir fahren mittlerweile, glaube ich, irgendwie alle wirklich zusammen, weil wenn wir anhalten, halten die anderen auch an, fahren nicht vorbei. Ich kann euch leider die ganzen Namen nicht sagen. Ich muss erstmal gleich gucken, wer quasi sich hinter den Helmen versteckt. Das ist gerade echt schwierig, weil mich so viele Leute hey und hier haben mir nur geschrieben und ihr kennt ja mein Dings, ne? mit Namen, da bin ich ja noch fast besser wie mit meinem Orientierungssinn. Aber Gesichter kann ich mir sehr gut merken. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, dass ich meine Spurstange nicht wieder zersammle, dass ich irgendwo gegennagel. Ah, das macht wieder Spaß, das macht Spaß. Ich habe den ganzen Sand ins Gesicht gekriegt. So. Fahren die anderen auch durch oder? Oder warten wir hier jetzt? So. Ah, jetzt kommen sie alle um die Ecke geschossen.
Ich hoffe, ihr könnt das alles so schön erkennen. Warte, wir lassen die Maschine einfach mal hier klack absaufen lassen, stehen lassen. Gehen wir mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr ein bisschen besser gucken. Oh. Oh, 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 ah, zu wenig Schwung. Oh. Kurz beiseite, bevor Kevin uns hier. Oh, ja, 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 ja. Steht ungünstig hier. Wir müssen nicht einmal versetzt. Oh. Oh, ist das tief. So, das war die erste. Können wir gleich hier weitermachen, glaube ich. Noch ein. Ich bin ein bisschen außer Atem. Ich glaube, ich muss erstmal kurz eine Verschnaufpause machen. So, das ist jetzt quasi die zweite Runde Packfest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen oben da. Gerne auch einen Kommentar. In diesem sage ich wie immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.